Hallo Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen zu einem neuen Water Advance Day. Das habe ich früher immer gesagt. Irgendwann bin ich dann umgestiegen zu Food Diary, weil ich die Videos zwar immer am Mittwoch poste, aber ich zeichne sie ja nicht am Mittwoch auf, weil das ja viel zu knapp wäre und dann wären die Videos nicht rechtzeitig on, sondern ich filme meistens am Sonntag und heute ist auch wieder Sonntag, da habe ich dann einfach am meisten Zeit und es ist garantiert, dass ich wirklich alles, was ich esse, aufnehmen kann, denn wenn ich jetzt zum Beispiel unter der Woche filmen würde und ich bin auf der Arbeit und da geht es halt gerade nicht, dass ich filme, wenn ich esse, deswegen halt meistens Sonntag. Aber ich dachte, ich gehe mal wieder back to the roots, back to Water Advance Day, weil die Reihe ja eigentlich und ursprünglich so heißt. Und früher habt ihr mir auch immer geschrieben, was ihr den Tag über gegessen habt und irgendwann ist das abhanden gekommen. Irgendwann habe ich das auch nicht mehr gesagt. Ich würde das gerne wieder ins Leben rufen, weil das für mich auch immer ganz interessant war zu sehen, was ihr den Tag über gegessen habt. Deswegen schreibt mir gerne unten in die Kommentare, was ihr heute gegessen habt. Und jetzt kommen wir zu meinem Frühstück. Ziemlich spät heute. Es ist schon fast 10:30. Es ist jetzt 10:17 Uhr. Ich versuche mal heute die Zeiten dazu zu sagen, weil ich das ja, glaube ich, auch immer so ein bisschen interessiert. Es ist jetzt 10:17 Uhr. Warum ist es so spät? Ich habe zuallererst den Daily Vlog für heute Abend geschnitten für meinen Daily Vlog-Kanal Simone Stark Live. Und dann habe ich mich noch geschminkt, fertig gemacht, obwohl ich heute jetzt nicht so viel trage. Mehr so ein Basic Make-up. Aber ja, deswegen ist es jetzt etwas später als eigentlich. Aber gut, es ist ja auch Sonntag. Jetzt ist es 10:18 Uhr. Und heute esse ich zum Frühstück eine Ananas. Die habe ich hier. Und ich habe mir gestern Abend auch noch extra einen Zettel geschrieben. Food Diary. Mein Stift ging dann irgendwann nicht mehr. Da war ich mir nicht sicher, ob ich heute wirklich ein Food Diary drehe. Deswegen das Fragezeichen, das dann später in ein Ausrufezeichen umgeändert wurde. Eigentlich habe ich gedacht, ich mache mir heute Abend Kartoffeln mit Brokkoli, weil mein Brokkoli gegessen werden muss. Dann habe ich gesehen, dass ich im Kühlschrank noch einen Kartoffelsalat habe. Deswegen steht dann hier auch noch Kartoffelsalat. Und dann habe ich gedacht, okay. Weil erst habe ich gedacht, okay, wenn ich am Abend Kartoffeln mit Brokkoli esse, ist das für euch ziemlich langweilig, weil das mache ich mir ja meistens immer so für mich, wenn ich für mich ein Food Diary mache, wenn ich nicht bei meiner Mama bin und es nicht irgendwas Tolles zu essen gibt. Und jetzt muss ich aber irgendwie diesen Kartoffelsalat verwerten. Auf der anderen Seite muss ich auch meinen Brokkoli verwerten. Aber Kartoffelsalat und Brokkoli, ich weiß nicht, ob das so passt. Aber auf jeden Fall drehe ich heute trotzdem ein Food Diary, den habe ich was im Auge. Und ja, dann mal sehen, was am Ende dabei rumkommt. Jetzt starte ich aber erstmal mit dieser Ananas hier. Da habe ich richtig Lust drauf, auf was Saftiges und auf Vitamine. Davor gibt es hier meine Mineralien für die Haare und die Nägel. Calcium und Magnesium ist das. Habe ich euch ja, glaube ich, beim letzten Mal schon gezeigt, dass ich da immer so ein Löffelchen nehme, was da drin ist. Und dann ich muss dringend meinen Küchenschrank aufräumen. Vielleicht schaffe ich das heute noch mal gucken. Es ist jetzt 12.33 Uhr und bei mir gibt es Mittagessen. Ich lasse gerade die Babys hüpfen und Emily sitzt mitten vor der Terrassentür und guckt. Es gibt zwei Scheiben Brot von meiner Mama. Hat sie frisch gebacken, hat Stefan gestern mitgebracht. Die Rinde ist wieder mit schwarzem Sesam und mit Kümmel. Dann habe ich als Belag Butter, Käse, Fleischwurst und Ketchup. Und als Gesundes gibt es noch eine halbe Paprika in Streifen geschnitten. Ich kann euch noch den Käse zeigen von Grünländer Hauchfeiner Genuss. Der ist neu, würzig, aromatisch, extra dünne Scheiben. So, es ist jetzt 18.22 Uhr und ich mache mir Abendessen und es ist jetzt doch Brokkoli geworden. Allerdings Brokkoli mit Kartoffelsalat. Und bevor ich jetzt quasi mein Hauptabendessen esse, esse ich eine Vorspeise und zwar Obst. Ich mache mal hier Licht, obwohl ich finde, es geht gerade, oder? Naja. Jetzt ist es schlimmer als vorher. Okay. Und zwar esse ich zwei Aprikosen und einen Pfirsich. Ach, und der duftet schon so. Ich freue mich jetzt voll, dass die Zeit wieder losgeht mit Nektarinen und Pfirsichen. Nektarinen sind ja mein Lieblingsobst und jetzt geht es langsam wieder los und ich freue mich. So, es ist jetzt
18.34 Uhr. Ich habe mir eine Wärmflasche gemacht, weil mir kalt war. Mein Abendessen ist eine komische Kombination. Kartoffelsalat habe ich euch ja schon erzählt, Brokkoli auch. Und das Ganze esse ich jetzt mit Biodo-Essigcreme. Den Brokkoli habe ich gesalzen und darüber habe ich noch ein bisschen Gouda-Stückchen. Das ist mein Abendessen heute. Wir haben es jetzt 20.45 Uhr. Ich bin abgeschminkt, geduscht, habe meinen Schlafanzug an und jetzt mache ich es mir auf der Couch bequem. Schau ein bisschen was. Und es gibt meine Nachspeise und zwar esse ich heute von Magnum der To-Go Double. Das ist, glaube ich, mit Peanut Butter. Genau, mit Peanut Butter. Wird Zeit, dass ich das esse. Es ist schon ganz geschreddert. Könnt ihr das sehen? Weil das schon ein bisschen länger in meinem Tiefkühlfach liegt und ich in meinem Tiefkühlfach ja immer wenig Platz habe und dann alles rein shoppe und dann ist es zerbrochen. Vergesst mir nicht, unten in die Kommentare zu schreiben, was ihr heute gegessen habt. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Live like a lady. Tschüss.